Guten Tag und willkommen zurück. Ihr wisst, wie das läuft. Es geht weiter mit Super Mario Maker 2 Story Mode. Nächstes Level: Tiefsee, Hothead-Schlangen. Kihihihi. Ich habe ein paar Seeschlangen verzaubert, sodass sie jetzt aus Hotheads bestehen. Es könnte aber ziemlich gefährlich sein, jetzt hier schwimmen zu gehen. Wenn es jemand bis zum Ziel schafft, mache ich eine Belohnung locker. Vom Magias. Was wahrscheinlich Kamek ist. Let's go. Hört sich cool an. Unter Wasser, Feuer. Nice. Zwar nicht unbedingt logisch. Aber in Videospielen geht das. Ich meine, dafür spielt man es ja. Um der realen Welt zu entfliehen. Um etwas zu erleben, was eigentlich nicht geht. Das paart sich auf jeden Fall immer ganz gut. Feuer mit Wasser oder Eis mit Lava. Wie zum Beispiel in Mario Galaxy. Echt mega nice. Eine meiner Lieblingsgalaxien auf jeden Fall. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, was meine Lieblingsgalaxie wäre. Ich denke, mein Lieblingssong ist auf jeden Fall Gusty Garden. Also von der Gusty Garden Galaxy. Ich denke, es sollte auch einer der beliebtesten bzw. bekanntesten Soundtracks sein. Weil er eben einfach gut ist. Punkt. Okay, jetzt wird es ein bisschen wirr, aber man kann hier trotzdem noch ganz gut durchkommen. Und schön alle Münzen einsammeln. Wir haben schon 66 Stück. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und man kann nicht da durchschießen? Durch die Hotheads? Oh, das wundert mich. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man da durchschießen kann. Aber naja. Die maximale Ausbeute rausgeholt. Nice. Insgesamt 228. Und damit stellen wir sogar auf eine volle Zehnerzahl. Sick. Ach, Moment mal. Ja, stimmt. Wir haben ja im letzten Part den finalen Hammer geholt. Oder den vierten Hammer, besser gesagt. Den letzten Hammer, der uns noch gefehlt hat für die Kanone. Und jetzt können wir das nächste Element bauen. Wo soll es weitergehen? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, im Ostflügel. Das Dach. Und dann ganz zum Schluss können wir das Hauptdach fertig bauen. Dafür brauchen wir wieder 4 Hämmer. Und ich denke, das sollten wir in diesem Part noch fertig bekommen. Wiedergänger in der Lava. Ich wusste nicht, was ich bauen sollte. Da habe ich einfach ein paar Knochen trocken genommen. Jetzt traue ich mich nicht mehr in Level. Kann bitte irgendwer versuchen, alle Knochen trocken zu besiegen und es dann noch ins Ziel zu schaffen? Was? Kann bitte irgendwer versuchen, alle Knochen trocken zu besiegen und es dann noch ins Ziel schaffen? Nintendo. Eieiei. Vorsicht vor der Lava. Von ängstlicher Junge. Wer das auch immer sein mag. Nee, ich weiß es echt nicht. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre irgendwie Ironie oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Die geht aber nicht immer weiter hoch, oder? Nein. Alles klar. Ja, gut. War ein sehr kurzer Level. Oh, aber ich sehe gerade, man hatte gar nicht mal so viel Zeit. Also da wäre mir fast die Zeit ausgegangen.
Ich dachte, man hätte 100 Sekunden, aber nein. Das waren deutlich weniger. Ich glaube, 30 Sekunden waren es. Dann schauen wir mal. Was gibt's noch? Blinkblockade. Mit Hilfe der Blinkblockade sollte es möglich sein, diese Klippe zu erklimmen. Jetzt brauche ich nur noch eine Testperson, die sich der Herausforderung stellt. Es ist jedoch ein gutes Rhythmusgefühl vonnöten. Blau und Rot wechseln sich ab. Dr. Wunderlich. Ist das Igitt? Sonst würde mir halt kein anderer Doktor oder Wissenschaftler, außer vielleicht Dr. Mario, einfallen. Aber es ist ja auch eher eine Nebenpersönlichkeit von Mario, also denke ich mal nicht, dass der damit gemeint ist. Ja, okay. Oh, ey, komm schon. Ja, okay. Ich glaube, es gibt noch so schnellere Blöcke, oder? Damit könnte es echt ziemlich anspruchsvoll werden. Aber so ist das jetzt eher gechillt. Alles klar. Ah, wir müssen uns trotzdem ein bisschen beeilen. Ah, Moment! Da oben geht's weiter. Ich dachte, man müsste weiter nach rechts. Nein! Ja, okay. Okay, da habe ich anscheinend einiges übersprungen und man bekommt einen zweiten Katzenanzug da. Gut für mich. So ist es wenigstens nicht ganz so ärgerlich, dass ich runtergefallen bin. Aber hier bekommt man auch noch einen. Okay. Hier lässt sich aber noch einiges an extra Kohle absahen. Okay. Nice. Ich hätte jetzt da auch nur noch den letzten Versuch da gemacht, sonst rennt uns gleich die Zeit davon. Ja. Ich denke, wir sollten am Ziel sein. Jawohl. Ja, war cool. War ganz cool. Vor allem, weil man auch eben nicht so viel Zeit hatte. Und es deswegen schon ein großes Problem war, wenn man runtergefallen ist. Damit haben wir den zweiten Hammer und 80% abgeschlossen. Vollpilz. Achso, ich habe irgendwas mit Felsball oder irgendwie so gelesen. Faulpilzbefall. Die schlechte Nachricht zuerst. Ich hatte eine Packung Superpilze ganz hinten im Kühlschrank vergessen und sie sind jetzt zu Faulpilzen mutiert. Die gute Nachricht? Die gibt es eigentlich nicht, außer irgendjemand da draußen hat Spaß daran, vor Killerpilzen davon zu laufen. Vom Chef hoch. Alles klar. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Habe ich das nicht schon mal gespielt? Komisch. Aber vielleicht so einen ähnlichen Level. Ja, das kann sein. Ja gut, der kommt mir jetzt nicht wirklich bekannt vor. Ich denke, es wird dann so ein ähnlicher Level gewesen sein. Oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, das ist der nächste Pilz. Brauchen wir aber nicht. Wir sind immer noch groß. Und noch ein Pilz. Ja gut, Power-Ups sind hier sehr großzügig verteilt auf jeden Fall.
So viele braucht man nun wirklich nicht. Ach komm, ich wollte da gar nicht hoch. Genau. Ich wollte mir schön die ganzen... die ganzen Münzen noch abholen. Und wir haben die Fahnenstange sogar erreicht. Nice. Die Fahnenstangenspitze. Ja, sick. Aber es war erst der dritte, oder? Ja. Aber ich bleib dabei. Das schaffen wir locker. Und danach können wir, glaube ich, sogar noch ein paar Level machen. Münzausflug in der Clownkutsche. Ich erforsche gerade das Flugverhalten der Clownskutsche. Dazu bräuchte ich einen Testpiloten, der in einer Clownkutsche 50 Münzen aufsammelt, wenn dabei andere Verkehrsteilnehmer in die Bahn geraten. Einfach wegschubsen. Okay. Hört sich witzig an. Sammle alle Münzen. Okay. Also alle Münzen. Nicht nur 50 Münzen. Oh, Moment. Da gab es einen Riesenpilz. Nice. Oh, und da ist unsere Mitfahrgelegenheit. Hau ab. Ich weiß nicht, ob das besser ist, dass wir größer sind. Oder ob das schlechter ist. Weil... so lassen sich die anderen Kutschen besser wegschubsen. Aber es ist eben auch schwieriger zu manövrieren. Ja gut, wir haben es aber schon. Alles klar. Ich denke, es ist in dem Fall sogar besser, weil wenn wir da von einem Kugelwilli getroffen werden würden, wenn wir irgendwie reingeschubst werden oder so von einem Bumper, dann wären wir immerhin nicht instant down. Ja gut, das war der letzte Hammer, den wir gebraucht haben. Und damit ist das Dach vom Ostflügel fertig gebaut. So. Was gibt's jetzt noch? Das Dach des Ostflügels ist somit fertig. Ich liebe es, wenn ein Bauplan aufgeht. Man müsste ein neues Wort erfinden, um zu beschreiben, wie perfekt das geworden ist. Wem wäre es mit Wunderstaun fantastoprächtig? Nein. Dann weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Mach ich nicht. Und? Das scheint dann auch das Letzte zu sein, was wir bauen. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Jo. 5 Hammer braucht das Ganze. Und ich denke, das sollten wir dann auch im nächsten Part direkt hinbekommen. Es gibt aber noch ein paar. Es gibt echt noch ein paar Level, die wir abschließen müssen. Naja, dann ist dem so. Erster Aufzug, Licht aus, Spot an. Willkommen bei dieser einzigartigen Attraktion, junger Freund. Eine Fahrt durch absolute Dunkelheit. Welche Gefahren lauern wohl im Dunkeln? Wenn du das Ziel erreichst, erhältst du einen wertvollen Preis. Falls du das Ziel erreichst. Ja, okay. Kriegen wir hin. Ich frage mich auch gerade, wie viele Personen es gibt, also wie viele Charaktere es hier gibt. Also ihr wisst schon, Auftraggeber da. Zirkusdirektor und Papa von Anonym und so weiter. Nicht, dass ich das nachschauen werde. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Also,
Wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, das zu... Das zu erfahren, dann, also jetzt direkt zu sehen, dann würde ich es nachschauen. Ich kann vielleicht mal googeln. Ich meine, eine kurze Google-Suche schadet ja nicht. Aber allzu lang werde ich nicht danach schauen. Also vielleicht kann ich es euch im nächsten Part dann sagen. Aber wie gesagt, allzu lang werde ich nicht danach suchen. Ja gut, die 10er-Coin lassen wir dann aus. Na, alles klar. Das ist ein bisschen assi. Da soll man gar nicht direkt dran. Ja, der Level ist krass. Gefällt mir zwar nicht, weil es ein dunkler Level ist. Aber er ist auf jeden Fall herausfordernd. Was? Wie soll man denn da dran kommen? Ich meine, einen Wandsprung kann man ja nicht machen. Komisch. Alles klar. Somit haben wir schon mal den ersten Hammer. Und der zweite kommt direkt hinterher. Was hast du für uns? Die Ballade vom Wandsprung. Ich rutsche, rutsche, rutsche an der Wand entlang. Ich drücke, 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 drücke B. Doch ich hab mal wieder zu spät gedrückt. Ich falle, 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 falle A. Ja, toller Text. Vom Nachwuchsmusiker. Nee, dann lass das Nachwachsen mal lieber sein. Was ist das hier? Wir müssen keine Münzen sammeln, oder? Ah, okay. Interessant. Ja, der Level gefällt mir schon eher. Aber ich finde das Setting auch geil. So das Nachtsetting. Hier im New Super Mario Bros. U Stil. Was? Nein, ich wollte nur in der Luft spinnen und nicht an der Wand. Man kann dann gar keinen Wandsprung mehr machen. Ja, es ist scheiße. Na, komm her. Und mir gefällt auch diese Art von Level. Dass man vernünftig teilen muss, dass man auch ein bisschen nachdenken muss, wohin man dann als nächstes springt. Finde ich cool. Und viel fallen kann man ja sowieso nicht. Höchstens in den Schlamm da unten fallen. Aber dann ist man instant down. Ja, okay. Ich hab's eben ein bisschen dumm gemacht. Aber ich hab's immerhin jetzt besser gemacht. Ach komm, man darf auch nicht so weit nach oben, oder was? War ich zwischen dem Schlangenblock und der Barriere oben? Luigi, halt dein Maul. Ich schwöre dir, ne? Ja, das war natürlich dann sehr unlucky.
Ja, komm, jetzt schaffen wir es aber. Dann achte ich halt jetzt darauf, nicht so weit nach oben zu gehen. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich glaube, dass das der Grund war, weswegen ich da gerade abgekratzt bin. Aber naja. Was soll's. Okay. Aktivieren wir das Ding mal ein bisschen eher. So. Und jetzt kriegen wir auch die 30er-Coin. Aber ich denke, ich bleibe hier drüben. Und wechsle nicht wieder rüber. Für die 5 Münzen da garantiert nicht. Okay. Hier kriegt man auf jeden Fall wieder vernünftig was. Okay. Hier muss man noch nicht mal die ganze Zeit einen Wandsprung machen. Was ich ein bisschen lame finde. Aber na gut. Muss ich vielleicht meinen eigenen Level bauen. Ja, nice. 129 extra Coins. Das kann sich echt sehen lassen. Insgesamt 329. Krass. Ich frag mich, was mit den restlichen Coins passiert. Wenn man fertig mit dem Spiel ist. Ich denke, die werden dann einen einfach nichts mehr bringen, aber was soll's. So ist das nun mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Wir haben heute in diesem Part echt viel geschafft. Und dann lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.